Wird jetzt 2024 das ITER-Forschungsprojekt weggeworfen und beendet? Schon jetzt laufen nämlich die Planungen zum Bau des ersten Kraftwerks, DEMO. ITER gilt mittlerweile in der Medienlandschaft als überflüssig, ausrangiert, veraltet und zu teuer. Das hier in Deutschland erprobte Stellarator-Konzept sei einfach besser. Doch halt! Die Art und Weise, wie diese Thematik aktuell in der Medienlandschaft aufgearbeitet wurde, ist irreführend und falsch. Ich habe das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik besucht und mit Professor Dr. Hartmut Zum über die Zukunft der Kernfusion gesprochen. Er ist tatsächlich sogar der Leiter der Physikabteilung für die Vorbereitungen des ersten Kernfusionskraftwerks nach ITER. Oder sollten wir sagen, statt ITER. Was er zu dieser Thematik zu sagen hat, überrascht in jeder Hinsicht. Wie wichtig ist also ITER für die Zukunft der Kernfusion? Und welche Rolle spielt hier Deutschland? Der im Bau befindliche ITER-Reaktor gilt aktuell noch als relevantestes und größtes Kernfusionsprojekt der Welt. Errichtet wird dieser Megakomplex in einer Zusammenarbeit von 35 Nationen in Südfrankreich. ITER gilt als Hoffnungsträger. Sollte hier der Kernfusionsprozess tatsächlich angestoßen werden können, wäre damit die Kernfusion überall auf der Welt abbildbar. Doch Fakt ist leider auch, dass das ITER-Projekt den ursprünglichen Bau- und Zeitplänen weit hinterherhinkt. Der Ruf von ITER bröckelt. Und auch jetzt wieder, kurz vor dem Start, wurde der Plan um einige Jahre nach hinten gerückt. Laut offiziellem Zeitplan sollte ITER im Jahre 2025 den Versuchsbetrieb aufnehmen. Doch daran glaubt heute niemand mehr. Zu gravierend sind die technischen Probleme, die den Bau des Reaktors immer und immer wieder verzögern. Hinzu kommt das Problem mit der Bürokratie. ITER ist eine Organisationshölle, weil sich Dutzende Regierungsvertreter immer wieder abstimmen müssen. Aus diesem Grund haben sich relevante Stimmen aus der Wissenschaft dafür ausgesprochen, schon jetzt mit den Planungen zum Bau des ersten kommerziellen Reaktors zu beginnen. Die Forderung ist also, vor der Fertigstellung von ITER bereits das erste richtige Kraftwerk in Angriff zu nehmen. Doch was hier so sensationell klingt, wird komplett falsch verstanden. Wir haben das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik vor Ort besucht und uns dort die Forschung ganz genau angesehen. Hier steht das Kernfusionsexperiment ASTEX Upgrade. Und das durfte ich sogar betreten. Die Rolle der Kernfusionsforschung hier in Deutschland ist extrem groß. Sowohl in der Gegenwart als auch historisch. Genau hier wurden Grundbausteine für das gigantische ITER-Projekt gelegt. ASTEX Upgrade ist, denke ich, das erste Experiment gewesen, wo man sich überlegt hat, nicht nur rein, wie mache ich das beste Plasma, sondern wie baue ich ein Experiment, das von der Geometrie so ist, wie ich mir vorstelle, dass ein Fusionsreaktor aussieht. Deshalb sieht ASTEX Upgrade im Querschnitt auch aus wie ITER. Also wenn man sich anguckt, sehen sie gleich aus, nur dass ITER viel größer ist als ASTEX Upgrade. Und das ist eben, weil zum ersten Mal ausprobiert wurde, wenn man die Spulen weiter vom Gefäß wegtut, weil da was dazwischen muss im Reaktor, was bei uns eigentlich nicht müsste. Und hat auch zum ersten Mal gezeigt, dass man so eine Konfiguration stabil halten kann. Hier in Garching, nahe München, wurde damals das Diverter-Konzept maßgeblich entwickelt. Ein Meilenstein in der Forschung. Ohne dieses hier erforschte Konzept würde Kernfusion niemals kommerziell funktionieren. Als man nämlich anfing, Kernfusion als mögliche Energiequelle zu erforschen, stellte sich ein großes Problem heraus. Das Plasma verunreinigt sich selbst, was letztendlich zu einem Erlöschen des Fusionsprozesses führt. Kernfusion ist ein Prozess, bei dem zwei Atomkerne zu einem schwereren Kern verschmelzen. Gesetzt wird vor allem auf Deuterium und Tritium, also Wasserstoffisotope, welche zu Helium vereint werden. Ist die Fusion zu Helium jedoch abgeschlossen und hat das Helium die resultierende Energie abgegeben, benötigen wir es nicht mehr. Im Gegenteil sogar, es ist für den Weiterbetrieb des Reaktors sogar hinderlich. Damit der Fusionsprozess aufrechterhalten werden kann, müssen die Produkte der Kernfusion nach draußen gebracht werden. Man kann sich das wie einen Ofen ohne Kamin bzw. Abluftschacht vorstellen. Auch hier müssen wir den Qualm der Verbrennung entweichen lassen. Wenn nicht, wird die Flamme ersticken. Anders als beim Ofen kommt beim Fusionsreaktor noch ein weiterer Aspekt hinzu. Die Atome im Plasma sind nicht so aufgebaut wie die Materie um uns herum. Normalerweise sind Atome neutral geladen. Sie besitzen genauso viele positiv geladene Kernbausteine wie negativ geladene Elektronen in der Hülle. Im Plasma sind jedoch die Elektronen von ihren Atomkernen getrennt. Das gesamte Plasma besteht also aus vollkommen geladenen Teilchen. In der Reaktorkammer nutzt man diesen Umstand, um mit Hilfe von Magneten das Plasma einzufangen. Was eine Ladung hat, steht in Wechselwirkung mit Magneten. Jedoch werden nicht alle Teilchen perfekt eingeschlossen. Beim Fusionsprozess entstehen schnelle Neutronen. Neutronen haben aber keine Ladung und werden daher von Magneten nicht beeinflusst.
Sie fliegen mitsamt ihrer Energie aus dem Plasma heraus. Und auch durch Turbulenzen und Instabilitäten gelangen Teilchen immer wieder aus dem Plasmakäfig heraus. Treffen diese auf die Wand, können sie Teilchen aus der Reaktorwand lösen. Gelangen diese in das Plasma, verunreinigen sie und verringern sie, ähnlich wie Helium, die Qualität des Plasmas. Doch wie entfernt man Atome aus einer bis zu 200 Millionen Grad heißen Masse? Die Lösung ist, zusätzliche Magnetfelder einzusetzen. Diese sorgen dafür, dass Teilchen, die aus dem Plasma herausgelangen, an einer bestimmten Stelle ankommen. Gelenkt werden sie in der Reaktorkammer auf sogenannte Prallplatten. Sie haben den größtmöglichen Abstand zum Plasma, lassen sich aktiv kühlen und besitzen eine einfache Option, um die Teilchen abzupumpen. Bei Astex Upgrade befinden sich diese oben und unten in der Reaktorkammer, wobei der obere Divertor gerade eben erst technisch erneuert wurde. Heute ist das sogenannte Divertor-Konzept, das hier mitentwickelt wurde, ein fundamentaler Grundbaustein für den Betrieb eines Kernfusionsreaktors. So auch ITER. Und auch jetzt in der Gegenwart wird hier an zentralen Fragen zum ITER-Projekt geforscht. Unter anderem liegt ein besonderes Augenmerk auf der Reaktorwand. Wie man sich vorstellen kann, ist der Umstand, dass Plasmateilchen die Wand abtragen können, nicht nur mit Hinblick auf die Plasmaqualität, durchaus problematisch. In makroskopischen Zeiträumen wird die Wand tatsächlich erodiert, also zerstört bzw. aufgelöst. In Garching setzt man daher schon länger auf Wolfram. Dieses ist deutlich schwerer als zum Beispiel Beryllium und daher nicht so anfällig für Verschleiß. ITER hat sich nun zum Ziel gesetzt, den Reaktor nach dem deutschen Vorbild umzurüsten. Früher warb das JET-Projekt in Großbritannien damit, die sogenannte ITER-like Wall zu haben, also die Wand im Reaktor zu haben, die auch bei ITER eingesetzt wird. Nun ist das allerdings anders. Wer hat nun die ITER-like Wall? Wir. Punkt. Punkt. Ein Satz mehr dazu. ITER hatte eine Kombination von Beryllium im Hauptraum und dann Wolfram schon da, wo das Plasma im Divertor die meiste Leistung hinbringt. JET, das große Fusionsexperiment, was gerade zugemacht worden ist, jetzt also das Ende seiner Betriebsphase erreicht hat, das hatte genau die damals ITER-like Wall, aber jetzt ist die ITER-like Wall voll Wolfram und dann steht sie bei uns in Garching. Man merkt, die Forschung am Max-Planck-Institut ist sehr stark auf das ITER-Projekt ausgerichtet. Tatsächlich wird hier die Forschung von ITER sogar gefördert. Doch nun soll wirklich, wenn alles klappt, sogar in Deutschland der Bau eines anderen Reaktors vorgezogen werden. Verwunderlich, da hier ja alles auf ITER ausgelegt ist. Was hat es also damit auf sich? Gebaut werden soll jetzt der Reaktor Demo. Das erste echte Kernfusionskraftwerk. Die deutschen Forscher sprechen sich vor allem für das hier erprobte Stellarator-Konzept aus. Dieses wird unter dem Namen Wendelstein 7X in Greifswald erforscht, ebenfalls vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Dem Tokamak-Konzept, welches an ITER erforscht wird, ist es aus fachlicher Sicht weit überlegen. So muss ein sogenannter Tokamak-Reaktor, wie ITER, pulsweise betrieben werden. Ein kontinuierlicher Fusionsprozess ist nicht möglich. Wie ein Ofen, der ständig selbst ausgeht, muss auch ITER in Intervallen arbeiten. Also das heißt, für den Tokamak-Reaktor, so wie wir ihn zum Beispiel in Europa planen, hieße das, dass die Pulse, die Plasmapulse zum Beispiel 2 Stunden lang sind oder 3 Stunden. Dann ist zwischendrin eine Viertelstunde, wo es runtergefahren und der Strom wieder hochgefahren wird. Das ist bedingt dadurch, dass man den Strom treiben muss mit dem Trafo. Allerdings ist die Idee immer, dass man einen Speicher hinbaut, der dafür sorgt, dass man die 15 Minuten überbrücken kann. Das heißt, die Maschine, die da drin steht, fährt hoch und runter, 2 Stunden Plasma, Energie oder Leistung, dann 15 Minuten runter, wieder rauf, wieder 2 Stunden. Ans Netz sieht man kontinuierliche Energieabgabe, weil in der Zeit das aus dem Speicher gemacht wird, der dann wieder gefüllt wird während der Entladung. Der deutsche Reaktor hat dieses Problem nicht. Beim Tokamak-Reaktor gibt es dafür aber, unter anderem durch ITER, deutlich mehr Betriebserfahrung. Welcher dieser Reaktortypen sich durchsetzt, ist aktuell noch unsicher. Unabhängig davon haben sich aber Professor Dr. Hartmut Zohm und Professor Dr. Tony Donny, ehemaliger Eurofusion-Chef, für den verfrühten Bau des ersten Demo-Reaktors schon jetzt positiv ausgesprochen. Man benötige ein Eilverfahren, einen Kurswechsel. Doch der Teufel steckt im Detail. Das Vorhaben, das erste Kernfusionskraftwerk schon jetzt zu bauen, steht, anders als es viele Medienberichte suggerieren, nicht in Konflikt mit dem ITER-Projekt. Im Gegenteil. Auch das jetzt geplante Demo-Projekt ist maßgeblich von ITER abhängig. Lediglich möchte man schon mit den Baumaßnahmen anfangen, die bereits jetzt möglich sind. Statt also vollends auf ITER zu warten, wird also der Bau sozusagen parallelisiert. Wir wüssten genug, um den Bau vorzubereiten und anzufangen. Aber für den erfolgreichen Betrieb des Demo ist die ITER-Betriebserfahrung entscheidend.
Viele Fragen der Kernfusion sind nämlich noch ungeklärt. Ein Thema, das an ITER erforscht wird und für die Inbetriebnahme des ersten Kernfusionskraftwerks fundamental wichtig ist, ist das sogenannte Breeding Blanket. Dieses spielt beim Erhalten des Fusionsprozesses, aber auch direkt bei der Stromproduktion eine entscheidende Schlüsselrolle. Das Breeding Blanket kann man sich wie einen Mantel um das Innere des Reaktors vorstellen. Hier ist vor allem Lithium enthalten. Neutronen, die beim Fusionsprozess entstehen, können mit diesem Blanket interagieren und so Tritium erzeugen. Tritium, das im Plasma fusioniert werden soll. So erzeugt der Reaktor seinen eigenen Brennstoff. Ein Kreislauf entsteht. Die entstehende Wärme wird dann genutzt, um, wie in gängigen Kraftwerken, mithilfe von zum Beispiel Dampfturbinen Strom zu generieren. Ohne ein vollständig funktionstüchtiges Breeding Blanket wird Kernfusion hier auf der Erde also nicht funktionieren. Theoretisch konnten wir bereits optimale Breeding Blankets beschreiben. Jedoch ist deren Praxistest nur in Fusionsanlagen wie ITER möglich. Zur Rolle von ITER sagt uns Professor Dr. Hartmut Zurm Folgendes. Welche Rolle hat ITER noch für die Zukunft? Die Frage beantworte ich besonders gern, weil wir da immer wieder falsch zitiert werden. Also die Rolle von ITER ist eigentlich, ITER ist der Wegbereiter für alle Firmen, alle Experimente, die einen Fusionsreaktor bauen wollen, sein wollen. Selbst wenn jemand jetzt anfängt zu bauen, der wird ja ITER nicht überholen, der kann parallel zu ITER arbeiten und trotzdem wird er die ganze Zeit diese ITER-Erkenntnisse einbauen und davon dann, wie es vorwärts geht. Also sozusagen noch, die in der Frage des, welche Bedeutung hat das jetzt noch? Ich glaube, die Bedeutung ist so groß wie immer. ITER ist der Wegbereiter dafür. Was sich ändert tatsächlich in der Wahrnehmung und auch in der Strategie ist zu sagen, wir müssen mehr parallelisieren. Fakt ist, grundsätzlich soll also wirklich der Bau vorgezogen werden. ITER verliert allerdings ganz sicherlich nicht den Ruf als relevantestes Kernfusionsprojekt der Welt. Ohne ITER wird es auch weiterhin keinen Fusionsreaktor geben. Dieses Video soll dementsprechend mit den Falschmeldungen, der Irreführung und dem inkorrekten Framing aufräumen. Die ganzen Medienberichte, YouTube-Videos und Blogbeiträge, die suggeriert haben, dass ITER an Relevanz verliert, liegen tatsächlich nachweislich falsch. Und ja, leider auch die von sehr namhaften wissenschaftsjournalistischen Herausgebern. Aber in diesem Kontext wollen wir nicht nur auf andere zeigen, sondern eben ganz ausdrücklich auch auf uns und unser Video dazu. Wir sind bekannt dafür, gerne mal fehlerhafte Artikel anderer anzugreifen. Etliche Male haben wir hier auf diesem Kanal Betrugsmaschen entlarvt, irreführende Artikel gerade gerückt und mediale Hypes unter die Lupe genommen. Da müssen wir uns auch für unsere Fehler gerade machen. Auch wir haben die Thematik vom vermeintlichen Ende von ITER bei unserem letzten Kernfusionsvideo irreführend dargestellt. Zwar haben wir explizit angemerkt, dass Demo ITER nicht ersetzen wird, sondern der Bau einfach nur parallelisiert wird. Aber das war, so denke ich, zu wenig. Daher wollten wir den Forschern hier mit diesem Video direkt eine Plattform bieten. Und genau dafür ist dieser YouTube-Kanal letztendlich da. Für ehrliche Wissenschaftskommunikation. Professor Dr. Hartmut Zurm habt ihr hier auf dem Kanal nicht das letzte Mal gesehen. Umso mehr hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich danke fürs Zusehen und danke ganz herzlich allen Mitarbeitern vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik für die Unterstützung dieses und folgender Videos. Aufmerksam machen wollen wir daher an dieser Stelle nicht auf ein Video von uns, sondern auf den Kanal vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Wenn du dich für den effizientesten und revolutionärsten Kernfusionsreaktor der Welt interessierst, klicke auf das angezeigte Video. Er wird hier in Deutschland erforscht. Abonniere außerdem gerne sowohl unseren Kanal als auch jenen vom MPI.